wenn jetzt einer von euch, wenn jetzt einer von euch mir drunter schreibt, dass er das englische Cover schöner findet, also ich glaube, dann müsst ihr mich interponieren. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Heute gibt es endlich, ich weiß, ihr habt alle ewig drauf gewartet, heute gibt es wieder mein Deutsch vs. Englisch Buchcover-Video und an dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen beim Timo bedanken, der mir geholfen hat bei der Zusammenstellung dieser Liste, weil ich irgendwie auch die Hälfte wieder vergessen hatte und ich wusste, dass wir mal drüber gesprochen hatten. Und ja, er hat mir gerade spontan auch noch geholfen, den ein oder anderen Kracher zu finden. Also tausend Dank an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht so viel. Im Grunde genommen geht es hier darum, dass wir uns sowohl das deutsche als auch das englische Buchcover anschauen. Und ihr verratet mir in den Kommentaren, was eure Meinung ist. Ich verrate euch meine Meinung dazu. Und ich finde es halt immer wieder krass zu sehen, wie Cover einfach so verändert werden. Manchmal werden sie schöner, manchmal werden sie nicht so schöner. Ja, mal gucken, wer heute vorne liegt. Ich glaube, im letzten Video waren die englischen Buchcover weiter vorne, aber ja, lassen wir das Ganze einfach mal auf uns zukommen. Falls ihr noch ein paar Tipps fürs nächste Video habt, falls ihr irgendwelche Bücher kennt, die so einen krassen, mega Unterschied haben zum deutschen Cover, schreibt sie mir mal in die Kommentare, dann tue ich sie gerne im nächsten Video einbinden, ne, und euren Namen auch dazu schreiben, von wem der Tipp kommt. Also seid fleißig, schreibt in die Kommentare. Und wir fangen jetzt an mit den Büchern. Das erste Buch, das ich euch zeigen möchte, das habe ich tatsächlich hier. Und zwar ist es dieses Buch hier, Ellingham Academy, Was geschah mit Alice von Maureen Johnson. So sieht das deutsche Cover aus. Ja, das englische heißt Truly Devious und sieht auf jeden Fall stark anders aus. Ich halte es jetzt einfach mal hier hin. Beziehungsweise ich blende es euch einfach ein, dann könnt ihr es besser sehen. Okay, jetzt muss ich mir doch nochmal das Deutsche angucken. Ich weiß nicht. Ich finde, ich glaube, das Englische würde mich eher als Erwachsene mehr ansprechen und das Deutsche von Löwe eher so als Jugendliche. Ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauchgefühl sagen, dass ich das deutsche Cover schöner finde. Das nächste Buch ist von Jennifer Armentrout und ich habe schon von ganz vielen Leuten gehört, dass es wirklich nicht so gut sein soll. Ich wollte es mir anschauen, ich wollte es lesen, aber nachdem ich die ganzen Rezensionen gehört habe, bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Und zwar spreche ich von Wicked. Ich finde, das deutsche Cover, das ist bei Heine rausgekommen, es ist also nichtssagend. Also es ist wirklich nichtssagend. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie das Englische aussieht. Und ich blende es euch jetzt einfach mal hier ein. Also es kann mir doch keiner sagen, dass er das deutsche Cover schöner findet als das Englische. Also auch hier, wenn ich das deutsche Cover sehe, Wicked. Und was, klar, Wicked, irgendwas Hexen, Zauber, Fantasy, bla. Aber da ist einfach so ein Flügel drauf und so grün und dann so voll viel Text hingeklatscht. Eine Liebe zwischen Licht und Dunkelheit, bla bla. Und ich finde das Englische, das ist halt so ein Bild, das würde ich mir halt an der Wand aufhängen. Also ich liebe Unterwasserbilder, so mit, wenn dann so die Kleider nach oben gehen und so. Ich liebe das und ich finde, das Englische ist tausendmal wunderschöner als das Deutsche. Also da liegen wirklich Welten dazwischen, Welten. Also ich weiß nicht. Und ich gucke, oh Gott, Thorn sieht auch mega schön aus. Die sind alles so schön. Heine, was ist los? Warum? Was habt ihr euch dabei gedacht? Das nächste habe ich ebenfalls hier und zwar ist es Du wolltest es doch von Louise O'Neill aus dem Carlsen Verlag. Das Buch habe ich auch schon gelesen. Ein Buch mit einer nicht ganz so schönen Thematik. Ich lege es gerade beiseite, weil ich blende euch die Cover einfach mal ein. Man merkt auf jeden Fall, es ist ein Jugendbuch. Es hat eine Message dahinter, hier, du wolltest es doch, man sieht zwei Beine. Also man kann sich schon denken, deutlich, in welche Richtung es geht, aber man erkennt dennoch, dass es ein Jugendbuch ist, finde ich. Ich blende euch jetzt mal das Englische ein, Asking for it.
Ist auf jeden Fall krasser. Das könnte so ein Cover sein von Bastel Lübbe Erfahrungsberichte aus dieser Reihe. Ich finde halt, das ist mein, also ich würde da bei Asking for It jetzt nicht an ein Jugendbuch denken, weil ich meine, es ist im Endeffekt ein Buch für Jugendliche. Ich würde da bei dem englischen Cover denken, okay, das ist ein richtig krasser Erfahrungsbericht, eine richtig heftige Story. Ich meine, es ist schon irgendwo eine krasse Story, aber es war jetzt nicht so, dass ich danach tagelang nicht mehr schlafen konnte und fertig mit den Nerven war, wenn ihr versteht, was ich meine. Es war eine gute Story mit einer wichtigen Message, mit etwas, das vielen Menschen oder vielen Mädchen, vielleicht wahrscheinlich auch Jungs, kann ich mir auch denken, passiert. Also eine wichtige Thematik, aber ich finde, beide Cover haben eine komplett andere Aussage. Also nicht eine andere Aussage. Ja, sprechen. Ich weiß nicht, ich verstehe dir, was ich meine. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Weiß nicht. Ich glaube, ich finde passender das Carlsen-Cover, weil es einfach mehr in diese jugendliche Richtung geht. Und ich glaube, hätte ich das auf Englisch, das Cover hier, hätte ich mir irgendwas anderes oder noch heftigere erwartet. Wisst ihr, wie ich meine? Ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen. Es ist heftig, was da passiert. Gar keine Frage. Aber ich glaube, also diejenigen von euch, die diese Erfahrungsberichterei kennen, die wissen, die sind so, die gehen so richtig krass unter die Haut. Und du bist dann so, wow, das sind so echte Geschichten. Und du bist dann nachher so total schaden, depressiv und in einem riesigen schwarzen Loch so gefangen. Und das hatte ich halt bei dem einfach nicht, weil es doch eher so ein bisschen leichtere Kost war für Jugendliche eben. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ohne dass ich mich jetzt hier im Kopf und Kragen rede. Zu dem Buch, ich habe es gelesen, finde ich das deutsche Cover passender. Okay, bleiben wir doch beim Carlsen Verlag. Oder ist es Carlsen? Ja, es ist Carlsen. Vertrauen und Verrat von Aaron Beatty. Ich muss sagen, ich stand schon ein paar Mal vor den Büchern. Ich finde, einzelne Aspekte an dem deutschen Cover finde ich schön. Ich mag dieses also oben diese und unten dieses silberne. Ich finde das mit den Händen, okay, klar, ist eine krasse Aussage. Ich finde allerdings mit diesen zusätzlichen Schnörkeln links, rechts, oben, unten und die Schriftart wirkt es einfach billig. Vor allem beim zweiten Teil Liebe und Lügen. Die Schriftart ist einfach nur hingeklatscht. Mir fehlt das so ein bisschen. Keine Ahnung, also ich finde es, es sieht einfach so ein bisschen Self-Publisher-mäßig aus. Und damit meine ich, ein Carlsen Verlag hat sehr viel Budget für einen ordentlichen Cover-Designer und es sieht halt nach einem Self-Publisher aus, der kein Geld für einen Cover-Designer hatte und irgendwas so auf die Schnelle mit Photoshop gemacht hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Und richtig schockiert war ich, als ich jetzt das Englische gesehen habe, The Traitor's Kiss, blende ich euch ebenfalls ein. Wow. Wow. Das ist ein Statement. Das ist ein Cover, das ich so noch nicht gesehen habe. Wisst ihr, wie ich meine? So diesen Stil. Das ist sowas, du siehst es von Fernem und du weißt gleich, was das ist. Also das hat so einen richtig hohen Wiedererkennungswert. Hat das Deutsche auch? Klar, gerade durch diese zusammengebundenen Hände, keine Frage. Aber das Englische, das catcht mich 100 Millionen tausend Mal mehr. Also, es ist zwar, klar, es ist nicht so aussagekräftig wie so, wie so verbundene Hände, aber ich finde es gerade Traitor's Kiss, also für mich ganz klar das englische Cover. Das nächste Buch, das ich euch gerne zeigen möchte, ist Fire and Frost. Ich meine, das ist auch schon ordentlich durch die Decke gegangen in Deutschland. Ich finde das deutsche Cover wirklich sehr, sehr schön aus dem Ravensburger Verlag. Gerade dieses Fire and Frost, wie das so in den Haaren ineinander eingeht. Wunderschön, also ich finde es wirklich wunderschön. Im Englischen gibt es einmal das Cover mit der Rose. Das finde ich, sieht super billig aus. Also das gefällt mir gar nicht. Auch der zweite Band, Fireblood, finde ich überhaupt nicht schön. Der dritte mit der Rose, der dritte Band Nightblood, finde ich auch, ich finde, sieht super billig aus. Dann gibt es allerdings noch eine andere Ausgabe und zwar ist es mit so einem Zeichner, ich muss gerade mal näher draufklicken, und da kommt so Blut runter. Ach, das finde ich irgendwie cooler, gefällt mir irgendwie besser, aber
Ich glaube, ich finde doch das Deutsche am schönsten. Also ich muss es doch, glaube ich, sagen, dass ich das Deutsche am schönsten finde. Mir gefallen die Farben, das Motiv. Es ist ein Eyecatcher. Jedes Mal, wenn ich das von weitem sehe, es spricht mich gleich an. Und ich glaube, ich würde es eher auf Deutsch, also eher das deutsche Cover haben möchten. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oh Gott, lieber Carlsen Verlag, es tut mir leid, es sind heute sehr viele Carlsen-Bücher hier mit dabei. Sorry. Das nächste Buch ist Spiel der Macht von Marie Rutkowski. Das habe ich ebenfalls schon gelesen und ich fand es richtig, richtig gut. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich war sehr froh darüber, dass der Carlsen Verlag es übersetzt hat. Und ich finde, das deutsche Cover ist auf jeden Fall schön. Auch der zweite Band, den kann man bereits sehen, sieht auch richtig cool aus. Also es ist ein sehr schönes Cover, keine Frage. Aber das englische Cover ist einfach traumhaft wunderschön und 100 Millionen tausendmal schöner. The Winner's Curse ist Band 1. Ich finde, es sieht einfach wunderschön aus. Auch The Winner's Crime sieht wunderschön aus. Und The Winner's Kiss sieht auch so wunderschön aus. Also, das nächste Buch tut mir schon beinahe weh, es zu zeigen, weil ich es einfach fürchterlich finde. Also, lieber DTV Verlag. Als ich es in echt gesehen habe, da dachte ich, um Gottes Willen. Also ich dachte mir schon, als ich es im Internet gesehen habe, dachte ich mir schon so, okay. Aber als ich es dann im Laden gesehen habe, dachte ich mir so, nein, bitte nicht. Und zwar spreche ich von Das wilde Herz der See von Alexandra Christo, Elian und Lyra. Und ich meine, das Mädchen ist wunderhübsch. Dieses Glitzer, es glitzert wirklich und es ist auch so ein bisschen aufgeraut, ist ein schönes Detail, keine Frage. Die Muschel ist auch süß, die Schrift ist auch schön. Nur insgesamt ist das Ganze etwas too much. Ich finde, es sieht einfach furchtbar billig aus. Sorry, also wie gesagt, so die einzelnen Elemente finde ich alle toll und wunderschön. Nur dieses Gesamtbild, also je länger ich es mir angucke, desto mehr geht es auf dem Bild, aber in echt, das sieht einfach so. Ich möchte jetzt nicht sagen billig, aber so ein bisschen schon aus. So. Vor allem, wenn man halt das englische Buch als Vergleich hat. Das ist einfach so, was für Welten, das sind Galaxien dazwischen. Und zwar ist es auf Englisch, To Kill a Kingdom. Ich habe es zu Hause. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt kein großer Fan von dem Buch war, weil irgendwie war das mir so ein bisschen overhyped. So gut fand ich es dann auch nicht. Ich habe mir irgendwie mehr davon erwartet, keine Ahnung. Ich war ein bisschen enttäuscht. Aber ich liebe dieses englische Cover. Es ist so düster. Ich liebe diese Tentakeln, die Schriftart. Es ist einfach so ein Eyecatcher. Wirklich, es ist so ein Eyecatcher. Aber was DTV draus gemacht hat. Dann ein Buch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den ersten Teil schon gezeigt habe. Auf jeden Fall bleiben wir jetzt mal beim dritten Teil. Beim Ravensburger Verlag erscheint jetzt der dritte Band von Beautiful Liars. Und also ich finde, der erste Band ging ja noch. Aber der dritte Band, ich weiß nicht, meine Augen sind gerade von dem Licht ein bisschen geblendet, aber ich finde, also das ist einfach nur. Man hat einen Hintergrund, okay, ist okay der Hintergrund. Die Schriftart finde ich auch schön. Aber dieses Mädchen ist einfach nur mit Photoshop ausgeschnitten und draufgeklatscht. So sieht es aus. So, als ob man gerade jemandem beigebracht hat, wie man Figuren aus Bildern ausschneiden kann und über einen anderen Hintergrund legen. So, und das war der erste Versuch. So sieht es für mich aus. Also, das ist für mich einfach, das geht nicht so ineinander her. Wisst ihr, wie ich meine? Also, mir gefällt. So, die einzelnen Elemente sind schön, aber dieses Gesamtbild, also die Frau wirkt da irgendwie so fehl am Platz. Wisst ihr, wie ich meine? Keine Ahnung. Und dann habe ich das englische Cover gesehen. Ich dachte mir so, what the. Ja, das sieht einfach so harmonisch und stimmig aus und es würde mich sofort catchen. Ich finde die Schriftart schön. Ich finde einfach diese ganze Konzeption zusammen ist einfach so viel schöner als die deutsche. Also schade, echt schade. Vor allem, weil der Ravensburger Verlag eigentlich auch immer tolle Cover macht.
Aber das ist für mich einfach. Nee. So, und das letzte Buch, das ich euch gerne vorstellen möchte. Ja. Ich habe es leider nicht hier. Und zwar ist es bei Thienemann bzw. bei Planet rausgekommen. Und zwar ist The Bells von Donnell Clayton. Donnell Clayton. Donnell, sorry, es ist so klein auf dem Handybildschirm. Donnell Clayton, The Bells. Und ja, was soll ich sagen? Das Cover ist einfach traumhaft, wunderschön. Vor allem ist das wie so eine durchsichtige Folie darüber. Und wenn man das abnimmt, sind halt quasi die Blumen so weg. Ich meine. Sorry, das Cover hat Alex gemacht. Es kann einfach nur wunderschön sein. Nichtsdestotrotz war ich natürlich neugierig, wie das Englische aussieht. Und da hatte ich so meine Befürchtung, so okay, ich denke, klar, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass ein Coverdesigner schon gewisse Vorgaben ja vom Verlag bekommt. Und es ja auch Gründe für einen Coverwechsel gibt. Und ich dachte mir so, okay, weil wenn jetzt das englische Cover tausendmal schöner ist, ich kann ja nichts gegen Alex sagen. So, er ist mein Covergott. Also, nee, geht nicht. Ich hätte es dann rausgestrichen. Wobei das aber sowieso nie passieren würde. Und ich mir darüber eigentlich gar keine Sorgen machen muss, weil ich glaube, jedes seiner Cover wird mir besser gefallen als das Cover zu dem Buch, was er nicht gemacht hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Alex, I love you. Ich liebe deine Arbeiten. Auf jeden Fall habe ich mir dann das Englische angeguckt und ich war so, Bad, what? What? Ja, also ich meine, so, ist ein hübsches Mädchen auf dem Cover. Also ich möchte jetzt nichts sagen und niemandem zu nahe treten. Ist ein hübsches Model. Aber das ist so. Also ich weiß auch nicht, was diese Schnörkel, die zerfallen auf sich hat. Es sieht einfach wirklich billig aus. Also das Englische sieht einfach wirklich billig aus. Es ist für mich wieder so ein Fall von Self-Publisher. Ich nehme jetzt irgendein Bild aus dem Internet und mache da eine fancy Schriftart drüber. Fertig. So, wisst ihr, wie ich meine? So draufgeklatscht, schnell, schnell. Irgendwie ist auch die Farben sind so irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so ein Filter drüber ist oder das ist so verblasst. Also nee, also da ist Alex sein Cover, also es sind Welten, Galaxien, Universen dazwischen, vor allem einfach mit diesem Effekt davon, dass sich das dann so abhebt. Also wow, wow, das ist für mich, also wie ich glaube, also wenn jetzt einer von euch mir drunter schreibt, dass er das englische Cover schöner findet, also ich glaube, dann müsst ihr mich interponieren. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also gut, man muss das deutsche Cover auch nochmal in echt sehen, weil es ist halt so dieser Effekt halt noch mit dazu. Und das macht schon mal, das sind halt einfach schon mal, das ist halt einfach so eine ganz andere Ebene an Professionalität, die dahinter ist, an Qualität, die dahinter ist, an natürlich auch an Kosten, ne? Weil das kostet einen Verlag natürlich mehr, sowas zu produzieren, wie jetzt einfach so ein 0815 Umschlag. Also das sind halt so Dinge, die ich halt einfach da bedenke. Und ja, ganz klar, das Deutsche. So, meine Lieben, das war's mit meinem Video. Ich bin fix und fertig. Die Cover haben mich fertig gemacht. Ja, ich freue mich schon auf euer Feedback unter diesem Video, beziehungsweise auf eure Cover-Tipps, die ich hoffentlich dann in meinem nächsten Video einbauen kann. Wir sehen uns ganz bald. Vergesst nicht, auf Instagram vorbeizuschauen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!